Zur Übergabe des Bewegungsparcours in Großbettlingen wurden am Montagabend der Gemeinderat sowie Interessenten geladen. Nicht nur mit staunenden Augen, auch mit ganzem Körpereinsatz konnten die Besucher den Parcours in vollen Zügen genießen. Auch Bürgermeister Martin Fritz ist stolz auf das Ergebnis dieses Projektes. Heute wollen wir den Bewegungsparcours, der im Rahmen des Projektes Forum der Generationen entsteht, offiziell seiner Bestimmung übergeben. Die große Einweihung des gesamten Forums geschieht erst am 9. und 10. September. Aber nachdem der Bewegungsparcours jetzt schon fertig ist, wollen wir ihn jetzt schon freigeben. Da geht es einfach darum, dass man die Fitness sich erhält. Und zwar ist der Bewegungsparcours so angelegt, dass alle Generationen hier die Möglichkeit haben zu üben. Und es besteht auch die Möglichkeit, dass der weniger fit ist, sich hier aufhalten kann und sich so nach und nach wieder eine Fitness aneignen kann. Ich gehe davon aus, dass jeder Großbettlinger hier mal auftaucht im Bewegungsparcours und eine Runde macht. Für Groß und Klein sind verschiedenste Stationen vorhanden. Vom Krafttraining bis hin zur Koordination ist alles für den Bürger vorhanden. Wer jetzt denkt, das mache ich mit links, kann sich da richtig täuschen. Ganz verschiedentlich einstellen. Gibt so Rädchen zum Einstellen, aber ja, das wird schon anstrengend. Mit einem hohen Aufkommen an Besuchern konnten die Stationen erklärt werden und die zukünftigen Mentoren konnten sich ein Bild ihres neuen Arbeitsbereiches verschaffen. Im September findet dann die offizielle Einweihung im Rahmen des Forums der Generationen statt. Und sollten Sie jetzt Lust auf Bewegung haben, dann besuchen Sie doch mal den Bewegungsparcours in Großbettlingen. Am Wochenende findet wieder das alljährliche Motocross in Eichwald statt. Die vielen Helfer sind seit Wochen am Arbeiten, um die Strecke herzurichten und Zelte aufzubauen. Wir waren beim Aufbau von Deutschlands schönsten Motocross-Festzelt dabei. Mit viel Manpower und schwerem Gerät wurden Stangen gesetzt, Verankerungen in die Erde gehauen und natürlich die Plane auf das Gerippe gezogen. Auch ein Vierbeiner half mit. Die Strecke ist nun auch so gut wie fertig. Strohballen stehen und Begrenzungen sind angebracht. Nun fehlen nur noch die Verkaufsstände, das Fahrerlager und natürlich die vielen Gäste. Dann heißt es am Freitag Party mit dem Hofbräuregiment. Samstag und Sonntag geht es dann rasant auf der Strecke zu. Wer also am Wochenende noch nichts vorhat, sollte nach Eichwald gehen. Wir berichten nach dem Event mit einem Rückblick.